Ich habe Anweisungen hinterlassen. Du sollst an meiner Stadt über das Volk herrschen. Lange mögest du Edoras verteidigen, wenn die Schlacht schlecht ausgeht. Wir reiten mit wenig Last und schnell. Es ist ein weiter Weg. Und Mann und Tier müssen noch kämpfen können, wenn sie ihn zurückgelegt haben. Pferdeboxen. Kleine Hobbits gehören nicht in den Krieg, mein Herr Meriadoc. Es ist ein Dreitagesritt nach Minas Tirith. Und keiner meiner Reiter kann sich mit dir belasten. Das ist mein letztes Wort. Reitet mit mir. Nein, ich will Ziege. Spinnt der König. Der König ist gerade runtergekippt. Wow. In die Schlacht. Wow. Aber erstmal über diese Hügelkuppe. Ziege. Das ist der Goat Simulator. Ah, los geht's. Jetzt Mama. Action hier. Jetzt wird hier Gritsch. Mensch, Gewalt. Richtig Gewalt. Macht euch kampfbereit! Zur Mauer! Verteidigt die Mauer! Schickt diese abscheulichen Bestien in den Abgrund! Fliegender Flügel. Schweinigen Flügel. Seid Soldaten Gondors, was auch durch das Tor kommen mag. Ihr haltet eure Stellung. Dich, Gandalfs Kampfgeschrei. Ich weiß nicht, ich bin gerade verwirrt, überhaupt wer ich bin. Gandalfs Kampfgeschrei, wieso? Das erinnert mich immer so ein bisschen an die Schneeballschlacht bei SpongeBob. Zwei von was? Was haben wir denn kaputt gemacht? Diese komischen Kisten. Ach, Mist. Ich glaube, wir kriegen keine Kisten mehr. Gibt auch ein paar solche Sachen, die man kaputt machen kann. Du bist Bronze. Wahrscheinlich kriegen wir keine Kisten, wenn ich das sau. Oder da kommst du. Okay. Das war's aber nicht. Ich hab keine Kiste. Da. Ey! Das war die Kiste. Ja, ich glaube, es war aber eine andere. Ich glaube, wir haben einen verpasst. Aber wir werden es ja irgendwann mal mitkriegen. Ich hab den Zugbegleiter bekommen. Ja, aber das war da drinnen. In der Kiste. Ich hab aber noch eins bekommen. Ah ja. Oh. Ja.
ihn anrührst, töte ich dich. Komm nicht zwischen den Nazgul und seine Beute. So. Was will ich denn? Ich bin der kleine Pinökel über dir, ne? Ich muss gerade das Pferd schlachten. Ich kann nichts pflanzen, oder? Nee, pflanzen kann man nicht. Ich frage mich gerade. Den Ton haben sie doch aus Dings übernommen. Hm? Jurassic Park. Klingt wie der. Ah, zweimal gleich so. Dreimal. Ah, jedes Mal dreimal, okay. Interessant. Ich hatte Schiss, dass er mir gleich wieder eine klatscht. Oh, okay. Sie liegt auf der Seite und kommt nicht wieder hoch. Ja. Am Ach, eine Steuerung für das Zeug. Ach nee, da brauchen wir einen Bogen. Hey. Sehr praktisch, die Orks immer ein bisschen Platz machen. Super. Mhm. Also mit einem Schlachtfeld wäre das echt unangenehmer. Ja. Ja, toll. Ja, wedel. Entschuldigung, ich muss mich jetzt gerade ein bisschen umwickeln. Was machst du denn da? Komisches Nassbrutvieh. Wenn hier wenigstens was zu tun wäre gerade für uns. Ja, ne? Ah, das ist, was ich schon in der ersten oder zweiten Folge meinte. Es ist schade, dass man bei diesem Bossgegner eigentlich immer nur auf ein bestimmtes Ereignis wartet, auf das man dann reagiert. Bis dahin ist auf der anderen Seite, so beim freien Spiel hätten wir gemütlich was zu tun, währenddessen. Ja, aber das ist probar. Wir haben gerade absolut nichts zu tun, das ist das Problem. Dritte Dreierkelle. Kopf ab. Ha. Wir haben 9 Schläge gebraucht, um den Hals durchzutrennen. Das muss so weh getan haben. Ja. Das war der Hinweis, wie man ihn besiegt. So, ich stelle mich mal hier drauf. Oh, guck mal, das Geld. Ich hab's nicht geholt. Wir machen können wir sonst eh nicht. So, erster Tod. Ist das kaputt? Ja. Ah, Mist, ich konnte nicht vergessen zu springen. Das ist mir voll genommen, weil der Bildausschnitt so klein ist. Oh, Mist. Ich brauch mal zwischendurch ein Herzle. Ich finde keins. Oh, keins Pferd. Entschuldigung. Na ja, komm mal her. Komm du doch her. Nee, ich meine, ganz cool. So, komm du doch her. Zack, und da haben wir Streitkolben getötet. Jetzt. War das nicht so, dass du jetzt an ihn ran müsstest eigentlich oder so? Irgendwie sowas ist da, ja. Ich dachte, vielleicht kriegen wir hier noch... Jetzt. Ich muss mich quasi von ihm mal greifen lassen. Jetzt musst du quasi in das Schwert in die Kniesehnen rammen. Genau. Und jetzt fällt er quasi in meine Klinge rein. Ich bin kein Mann. Kommt schon, ihr Seeratten, runter von euren Schiffen!
Ich glaube, nach dem Kapitel müssen wir eine Aufnahmepause machen. Ich muss gucken, wie Festplattenspeicher noch übrig ist. Okay. 3 Stunden sind nämlich eine Menge Zeug. Müsste nämlich schon irgendwas um die 0,5 Terabyte schon sein. Das wird langsam ein bisschen knapp. Mhm. Aber wir haben noch was vor uns. Ja, ich sag ja, nach dem Kapitel. Erstmal müssen wir die lustig bemalten Jungs mit der Tuba. Mach wieder das Elbengeschiss. Jetzt kommst du eh nicht weit. Ah, hier gehört das Geld noch dazu. Das ist doch schön. Die läuft so ein Radring hinterher. Die Jungs kann man auch kaufen. Mit Kopf. So, den einen Elefanten habe ich. Der ist so schwierig. Der andere ist ein Aragorn-Elefant, der geht. Ach, der hat diese Beinschienen aus dem Morgul, genau. Hm. Das habe ich ja jetzt erst gesehen. Ah, wo ist er denn hin? Hier, Fanti, 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 Fanti. Kämpf. Guck mal, er bleibt stehen. Was mache ich jetzt hier? Deswegen ist er stehen geblieben. Ich finde es auch schade, dass wir ausgerechnet die Tiere töten müssen. Komm nicht jetzt noch mehr. Ah! Sehr schön. Wir haben ein Blümchen gefunden. Ja, ich. Eine Glatze und Blümchen auf dem Kopf. Das ist der Blumentopfhelm. Ja, natürlich, was sonst. So. Oh. Ja, es gibt noch ein paar mehr. Da kommen sie schon. Ist deiner? Ja. Wenn ich ihn kriege. Ist deiner? Verdammte Axt, die sind schneller als ich. Ich habe langsam einen Dreh raus mit den Elefanten, ne? Ja, ich sehe schon. Wir haben das hier. Ich könnte schon fast sagen, wir gehen das hier professionell an, die Geschichte. Ja, man könnte es fast sagen. Aber diese dämlichen Legolas-Elefanten, die reiten ja immer weg, während man irgendwie versucht, da Pfeile reinzuarbeiten. Naja, ich habe. Übel. Jeden Haratrim als hier an der Backe. Ah, wir können mit Gimli noch was machen, oder hast du das gerade gemacht? Was? Nein. Irgendwo habe ich noch. Da ist eine Gesteinsplatte, guck. Ja. Müssen wir auf Gimli wechseln. Versuch es. Ah. Die Elefantenkollisionsburg ruckelt ein wenig. Ja. Wo? Da, ah. Oder komisch aus dem. Wow, gut. Das war knapp. Ja. So, ist mir jetzt erst aufgefallen, dass du den Elefanten getötet hast. Naja, ich war schon in der Animation quasi drin. Naja. Als mir das so bewusst wurde, dass es der letzte ist. Weil bei mir da oben noch angezeigt, dass es noch 2 wären. Mein Körper ist zermalmt. Ich vermag Frodo nicht mehr zu erblicken. Wenn Sauron den Ring hätte, dann wüssten wir es. 10.000 Orks stehen zwischen Frodo und dem Schicksalsberg. Er braucht Zeit. Dazu können wir ihm verhelfen. Wie? Wir bringen unsere ganze Kraft auf und marschieren zum Schwarzen Tor. Eine Ablenkung. Den Tod als Gewissheit. Geringe Aussicht auf Erfolg. Worauf warten wir noch? Okay.
wollen wir es riskieren? Ich bin mir nicht sehr sicher. Also es würde massiv anfangen zu ruckeln, bevor es voll ist. Ja, dann... Dann hauen wir nochmal drauf. Die Kapitel werden langsam sehr lange, ha? Oder ich blitzkrieg das mal schneller über Alt-Tab. Ja, machen wir gleich. Lass das erstmal durchlaufen hier. Hm. Nicht, boah, dass wir was verpassen. Zwei Charaktere müssen wir nur noch quasi das Schlüsselding wegmachen, dann können wir die kaufen. Yay. Und wieder ein wahren Abenteurer. Wir müssen nur noch bei zwei Charakteren das Schlüsselding wegmachen. Das Schloss. Jetzt haben wir Geld für zwei sehr teure Charaktere. Ja. Ich habe mich nur gewundert, weil das ist eigentlich mein Ding, irgendein Ding zu sagen. Zu irgendwas, was kein Ding ist. Wie war das? Was hat eine Frau? Beim Rewe an der Kasse hat man zu mir eine Frau gesagt. Ding ist das Wort der Frau. Tja, du Weib. Das klingt schon ein bisschen sexistisch, die Aktion, aber... Da ich oft Ding sage. Wie oft sagst du Ding? Ich? Relativ häufig. Nicht so oft wie ich. Auch wahr. So, okay. Ich... Mal ganz kurz. Was sagt Platte de Fest? Oh. Stunde kriegen wir noch raus. Yay. Vielleicht kriegen wir tatsächlich dann das letzte Buch durch. Na dann, setzen wir die Geschichte fort und zwar hopp hopp. Hör auf zu laden. Scheiße. Was los? Ab jetzt habt ihr dann wieder Bild. Ah. Straps hatte das komplett ausgestellt. Ja, das ist natürlich super. Ja. Abbas. Was? Ich habe mich gewundert, weil die Statue eigentlich noch nicht... Aha. Hey. Ruckeli. Wo geht's lang? Hier kenne ich mich nie aus. Das ist irgendwie sehr verwirrend hier. Wo ist die Statuette? Wahrscheinlich. Weiß ich nicht. Ich folge jetzt einfach den blauen Dingern. Aus Zeitgründen. Mhm. Ich glaube, wir können ja trotzdem zu den Statuen reisen. Auch wenn wir sie noch nicht gefunden haben. Weiß ich nicht. Irgendeine Einschränkung. Doch, ich glaube schon. Ich habe es ja schon mal angefangen, wieder bisschen zu spielen. Ich meine mich zu erinnern, dass das ging. Hey! Könnte man kaufen, ne? Ich glaube ja. Ja, den können wir kaufen. Ach komm, für 25.000 unseren ersten Charakter mal. Zack, klink. Ach, da unten geht's lang. Ah, was, Mensch. Ah, nicht durch das Brackhack. Das macht sich mit Pferd meistens Und auch Gandalf geht in der Brühe drauf. Hier ist die Statue finden auch ziemlich blöd, oder? Geht so. Kann ich da rüberreiten? Geh weg mit da. Du kannst ernsthaft mit dem blöden Paul da rüberreiten? Ich bin eine Elb. Ich kann alles. Nee. Dich fragen wir später. Schlüssel, ne? Gandalf. Weißt du was? Auf zum schwarzen Tor. Interessant ist, dass man nur durch die toten Sümpfe zum schwarzen Tor kommt. Ja. Das ist aber im Buch und auch im Film nicht so. Im Film wird es nicht gezeigt, wie sie hinkommen, aber im Buch ist es nicht so. Soll ich den kaufen? Wenn wir schon da sind? 25.000, ja. Tada. Zweiten Charakter gekauft, Leute. Wir helfen da Depp. Bisschen was hier wenigstens füllen. Entschuldigung. Ich wollte doch auf die Karte gucken. Ja, du wolltest auf die Karte gucken. Ja, damit du nicht nach dem Weg fragen musst. Oh Mann. Der Herr des Schwarzen Landes soll heraustreten. Bei allem, was
was kommt denn noch für Kapitel? Auf jeden Fall noch hier mit dem Ring. Ja. Dingens, was denn jetzt los? Animation, wie er sich Platz verschafft. Oh, hab ich mir doch Geld sammeln. Geld sammeln. Und Obstknädeln. Hast du jetzt Gimli? Ja. Dann mach dich mal nützlich. Ich bin nämlich jetzt gestorben, weil ich dann doch auf Gimli switchen wollte. Ich mach die komische Tonte. Ich will die Tonte sein. Hörst du auf, mich mit mir weh zu tun. Ich mach hier Dinger. Na gut, dann sei die Tonte. Kann die irgendwas machen? Ja. Lass mal den Orca, hau mal ab, Ork. Lass mich mal in Ruhe. Ich will hier ausprobieren. Aha! Konzentration! Tod! Hier, wo sind denn die alle hinter mir her? Ich will doch... Weil du deren Jungs abschießt. Ja, aber ich will wissen. Falls es noch nicht, jemand noch nicht mitgekriegt hat, hinten stehen Orks auf den Türmlis. Die töten... Wow. Jetzt aber. Gib ein Schatzteil. Juhu. So. Autsch. Einmal bitte. Dickes. Stehe ich drauf? Nee, ich stehe drauf. Doch. Doch, doch. Ja, ich glaube schon, weil er schreit. Er schreit, verliert. Ich habe nichts gesehen, ne? Also. Nee. War ein bisschen kompliziert. Genau. Ja, natürlich. Werfen wir Türmchen hin. Das funktioniert. Werf mal einen Turm. Packen wir Türme, oder? Hier. Nein, die haben sich einfach, als sie mit dem Katapult geschossen haben, haben sie sich vertan, haben ein Stück vom schwarzen Tor oben weggeschossen und das ist dann hier gelandet. Ah ja, das wird sein. Das ist die logische Erklärung. Also egal, wie es passiert, aua, ist es so logisch. Ich habe nicht mitgekriegt, dass er geschrien hat. Das ist schlecht. Ja, das hat uns eine reingewirkt, aber ich glaube, wir kriegen den wahren Abenteurer immer noch. Los. Ich weiß nicht. Videosequenzen. Eine nach der anderen. Ja, okay. Kommen Sie nochmal mit allem, was Sie haben. Ja, klötig? Na, klötig. So, klötig. Da. Ah. Ja, komm, na komm, na komm. Du bist nur gay. Ja, du musst wieder warten, bis ein ganz gewisser Teil jetzt. Ich glaube, bei Schatzteilen sieht es hier ganz mau aus, wenn ich mich recht entsinne. Mhm. Auf, ab. Du musst, glaube ich, da mit dem Bogen auf seine Schulterspitze. Da hat das du? Ja. Bist du sicher? Das oder oh, das ist sicher. Die komische deutsche Fahne. Wow. Okay, wir müssen jetzt irgendwie hier irgendwas machen. Ah ja, ich weiß auch was. Machst du Gimli oder soll ich? Ich mach Gimli. Ja. Da wird gerade von einem Ork vermudelt und ich kann die auch drauf wechseln.